Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt oder mehr von Skyrim und wir sind hier auf der Flucht durch die Festung Helgen und wir sollen da jetzt rauskommen, ne? Entkommen aus der Festung. Und wir sind da, ja, ein fesches Mädel und jetzt müssen wir schauen, wo wir hin müssen. Darauf natürlich laufen zu und da quatscht schon wieder einer im Hintergrund. Wir hatten da gerade eine Schlacht, eine kleine, und geplündert. Hier entlang. Mal sehen, wo das hier hinführt. Ja, komm. Sehen wir mal, ob wir einen Weg hier herausfinden können. Hartbach, du weiter. Aha, so sieht das also aus. Gut. Und jetzt natürlich, ja, lass da mich vorgehen, ist ja klar. Und da. Oh oh. Verdammt, da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Ja, hat war. Wir gehen besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Da hast du recht, ja genau. Weil wir wollen ja da gar nicht zurück, ja? Gut. Dann laufen wir zu und da sind natürlich Wasserfälle, unterirdische Flüsse und Tod und Teufel. Das kommt ja gut. Na komm. Können wir darauf? Da schauen wir doch gleich einmal rein. Ja, und da, meine Freunde, die Skelette. Wo kommen wir da hin? Aha. Ah, das ist eingestürzt hier. Ja, klar, natürlich. Und da gibt es kein Zurück mehr. Gut, davon plündern wir jetzt wieder mal. Nämlich das Skelett. Und ich weiß noch immer nicht, wo der das Gold versteckt hat. Und dieses sonderbare Knochenmehl. Da gibt es einen Zaubertrank der kleinen Heilung. Und ein wenig Geld. Genau. Und? Ja, wo bist denn du jetzt? Ja, dann gehen wir doch gleich einmal. Hier drüben. Ah, da bist du. Okay. Sieht das nach Gold aus oder was glänzt denn da so? Ne. So, dieser Alter. Weg führt nirgendwo hin. Was ist haltbar? Ja, wir klar. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Da kommen wir unten durch auch nicht. Nö, nö. Dann halt da. Und da liegt auch schon wieder ein Wegbegleiter. Wir müssen weitergehen. Ja, lass mich dazu. So. Also das Skelett hat nichts mehr. Ja, komm, ich laufe schon. Hier entlang. Los. Hat was. Zuerst. Mein Gott, du weißt auch nicht, was du willst. Spazierst einfach so dahin. Oh. Ha. Komm her. Du Böse. Die hat uns jetzt aber stark gebissen. Leute, wir müssen ein wenig mehr aufpassen. Das ist mir schon aufgefallen. Wir werden jetzt kurz mal was trinken, nehme ich an. So, Objekte, komm her. Und, oder wir könnten was essen. Ja, genau, das heilt ja auch. Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Papa, brauchen wir nicht Brot. 2 Gesundheitspunkte. Nehmen wir doch gleich mal. Und Fasanenbrust. Oh, oh. Wir sind jetzt... Aha. Kohl. Und die Keule. Ah, die hat uns schön betoniert. Okay. Gut. Also das war jetzt, wir haben jetzt einen vollen Magen und ja, und was sollen wir da noch? Aber dafür plündern wir diese Dinger da, ne? Wir stecken ja mal das weg. Und durch so eine, die haben einen Amethyst-Frostbissgift.
Gut, Amethyst hat 0,1 und Wert 120, ja, das kommt gut, das nehmen wir alles. Und das Frostbissgift, Gewicht 0,5 und 21 ein. Blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Okay, dann bist du dran, nächste, ja. Okay, auch alles genommen und da liegt ja noch eine herum, eine kleine eigentlich. Die hat Gold dabei. Wo hatten die das Gold schon wieder drin? Aha. Okay. So, hier schauen wir uns natürlich um. Das ist ja wieder klar. Da oben ist was. Was ist denn das? Ein Spinnenei, Gewicht 0,25 Wert, genau. Und dann sammeln wir die Eier einmal ein. Da ist eins. Und genommen und da unten auch noch welche. Komm her. Das machen wir gleich von unten hier. Na komm. Das gibt eine gute Eierspeise, Leute. Weil wir haben jetzt alles aufgebraucht und diese blöden Spinnen haben uns wirklich wehgetan. Also da müssen wir schon ein wenig aufpassen. Skelette liegen da am Boden. Aha. Da noch eine Spinne. Und die ist leer. Die ist auch leer. Und da oben habe ich was gesehen, seht ihr? Da laufen wir doch gleich rauf mal. So. So geht das leider nicht. Was ist denn da jetzt? Ah, Ei. Genau, Ei nehmen wir. Und da auch ein Ei. Und noch ein Ei. Das wird eine Eierspeise für die ganze Mannschaft. Eisenkolben, gut. So viel Kraft haben wir noch. Sonst war da nichts. Nö, nee, sorry. Da unten noch irgendwas. Und da schaut es verdächtig irgendwie aus. Ich schau mal kurz rundum. Da rundherum. Da hängt ja einiges. Aber ich denke, wir haben da alles, ja? Okay. Noch einmal da. Leer, 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 leer. Alles klar. So. Und da unten bist du jetzt. Na los, beeilt euch. Ja, da, die Höhle kommt ja nicht schlecht. Da oben liegt auch schon wieder ein Freund von uns. Das holen wir uns doch gleich, ja? Hallo Alter, ah, wie geht's dir so? Liegst am warmen Feuer und lasst es dir gut gehen. Zaubertrank der Gesundheit, ja? Eisendolch. Und kurz einmal die Hand weggekickt. Lass mich darauf, sorry. Ich glaube, da hinten haben wir alles, ja? Wo ist denn unser Freund jetzt? Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oh oh. Oder wenn ihr... Wir werden da gleich einmal aufs Ganze gehen. Oh, das war falsch. Da werden wir nehmen... Was nehmen wir? Waffen ausrüsten. Und da sind wir schon dabei. Was haben wir da? Den Langbogen, hm? Und schon. Euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Schauen wir mal. Ich folge und gebe euch Deckung. Ja, zielen wir. Und? Ihr gehört nicht zur unauffälligen Sorte, was? Wir müssen uns da ein wenig anders orientieren. Wir haben da ja die Waffen und was ist denn da am schwersten zum... Die beste Waffe, die wir haben. Ich glaube, das wird jetzt sein... Dieser Riesenhammer, ja. Und da hauen wir dann gleich einmal zu. Na? Okay.
Ja, das ging ja recht rasch und ohne Verletzungen, Leute. Na, komm rauf, Mädchen. Jawohl. So, jetzt können wir den auch durchsuchen. Und was hatten da jetzt? Bärenklauen, 0,1 Gewicht und Wert 2, unbekannt. Und der Pelz, ja, Pelze sind ja wertvoll. Das ist cool. Ja, nehmen wir doch gleich. Und Gewicht ist es natürlich wieder mal zu viel, ja. Ja. Wir nehmen alles und dann müssen wir aber wieder was rausschmeißen, nämlich, ja. Eisenkriegshammer, der ist 24 schwer. Da lassen wir irgendwas fallen, ja? Okay. So. Alles klar? Mädchen, steck einfach weg die Waffe jetzt. Ah, da haben wir noch nicht herumgeschaut. Und ich vor lauter Aufregung einen Bären erlegt mit einem Hammer. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Da, Eisenhelm. Den rüsten wir dann auch gleich aus. Laterne werde ich nicht nehmen. Geldbeutel und Wein, Wein, Wein ist immer gut, ja? Gut so. Da kommen wir her und dort links müssen wir hin und da werden wir kurz einmal schauen, ob der da was hinterlassen hat, unser Bär. Da irgendwelche Schätze oder Diamanten oder weiß der Teufel auch, was da es alles gibt. Ah, Eisenpfeil. Ah, wir kriegen unsere Pfeile zurück. Cool. Seht ihr da noch irgendwas? Also hungrig war er schon, ja. Da liegt ein halber Elch und ja. Ja, und ein paar Menschen, ja, die sich hierher verirrt haben. Da habe ich nach. Na, da war nichts mehr. Okay. Nun gut. Berli, du hast ausgedient und wir schauen, dass wir hier weiterkommen. Ja, der hat sich ja gütlich gehalten. Ja, für den Winterschlaf braucht man auch ein wenig Speck, ja. Da ist nichts. Und ich frage mich, warum da keine Hintergrundmusik ist. Ja, ich auch. Oh, Leute. Die Kuh gehört zu den am weitesten verbreiteten Haustieren im Himmelsrand. Sie versorgt den Nord mit Fleisch, Milch und Fell. Ja, die kommt ja gut. Die hat ja so ein vertrauenserweckendes Aussehen. Diese großen Glubschaugen. Die Orks, auch bekannt als Orsmer, leben in Orsinium. Ich kann diese Dinger nicht aussprechen. Wartet! Was ist jetzt los? Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Abgeschlossen. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Also, der nächste Quest, Leute, sprecht in Flusswald mit Alvar und wir schauen uns da kurz mal um. Na, Vollmond ist es auch und der Drache fliegt durch die Gegend. Wir stellen uns hier in Position, genießen mal kurz die Aussicht hier. Wir können da gleich einmal auf die Karte schauen, bevor wir da Schluss machen. Ich stelle mich da mal rauf. Ne? So. Und machen eine Panorama-Ansicht. Ich hoffe, Leute, es war ein wenig interessant für euch, ein wenig spaßig, aber am Anfang müssen wir halt das so reinkriegen, das mit dem Durchsuchen und Aufnehmen und so. Und ihr kennt die Handschrift von Bethesda, ja, alles zusammen verkaufen, zusammenbauen und was weiß ich noch alles. Und das dauert halt ein wenig. Aber mir gefällt das Spiel ausgesprochen gut, obgleich
die Grafik ein wenig hakelig ist, aber hier draußen geht es dann wieder schon. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn ihr Spaß hattet, dann bleibt am Ball, macht ein Abo und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es ihm nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, wenn wir zum Schmied gehen. Euer Toso. Ciao, Leute.